Hallo, meine Lieben. Ich habe gerade gedacht, die Kamera läuft nicht. Okay. Hallo, meine Lieben. Und zwar habe ich ein neues Video für euch. Und zwar war ich mit meinem Mann gerade ein paar Teile kaufen. Wir waren tanken gewesen. Wir waren im Netto einkaufen, im Lidl. Da gab es ein paar Angebote mit der Lidl Plus App. Und ich war im Action. In zwei verschiedene Actions war ich gewesen. Und bei meiner Mama war mir noch gerade kurz gewesen, genau. Ja, genau, das war's gewesen. Ja, da zeige ich euch das mal. So, im Lidl habe ich einmal diese Pepsi mitgenommen. Da sind 0,5 Liter drin, weil ich unterwegs Durst hatte. Mein Mann hat sich Zigaretten gekauft im Lidl und einen Energy Drink. Hier diese von Kong. Und mein Mann hatte zwei Pizzabrötchen und ich hatte eine Käseschnecke. Genau. Und wir hatten im Lidl diese Würstchen hier von Dulano, Delikatesse Geflügel Wiener, Käse Paprika, 300 Gramm. Die haben mir auch schon geschnackelt. Da haben wir 29% Rabatt bekommen. Genau. So. Muss mal gerade gucken hier. So. So. Muss ich mal gerade gucken. Alles, was ich vom Action so habe, da mache ich ein extra Video. Genau. Das hier zeige ich euch aber, das hat mein Mann sich geholt vom Action. Diese Jum-Jum-Nudeln hier, die sind vegetarisch. Ja, die sind vom Action. Genau. So, dann zeige ich euch jetzt einmal vom Netto. Da haben wir hier von Kornmühle Weizentoastbrot, Buttertoastbrot mit 3,4% Butter. Keine Endscheiben. 500 Gramm. Die hier ist sehr lecker. So. Dann kam hier mit von, ja, Hofmeier. Geflügel-Bierschinken 200 Gramm für 1,69. Das Toastbrot war für 1,19. Genau, 1,69, die hier. Dann kam hier Geflügel gut Scherenbrühwurst. Pastete grob. 200 Gramm. Die hier, die war für 1,29. Dann haben wir für 1,11 € von Knorr Pommessoße. Flasche ist recycelbar. Unser Versprechen ohne geschmacksverstärkende Zusatzstoffe. Ja, 430 Milliliter. 1,11 € im Angebot. Mit so leckeren Kräutern ist so Art wie Remoulade. Genau, 1,11 €. Dann habe ich mitgenommen für meine Hunde von Sancho, die hatten sie schon mal, diese leckere Kauröllchen mit Lamm und Reisspeisekries. Mit Zusatz von Biotin, mit Zusatz von Vitamin A, D3 und E. 20 Stück mit Tierärzten entwickelt, 200 Gramm. Die haben gekostet, ich meine, 99 Cent oder 69 Cent, irgendwie so in dem Dreh. Ja, hier habe ich auch den Zettel vom Netto noch. Tada. Moment. Genau. Diese hier haben 69 Cent gekostet. Eine von Pablo. Feine Mahlzeit, auch mit Tierärzten entwickelt. 400 Gramm. Die ist mit Lamm, Huhn, Karotte und Nudeln. Da habe ich jetzt drei Stück mitgenommen. Drei Stück für meine Hundis. Da hat jetzt eins 69 Cent gekostet und drei waren 2,07 €. Das geht noch. Die Kauröllchen waren für 59 Cent. Diese hier waren für 59 Cent. Und die schmecken meinen Hunden sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut sogar. Dann haben wir hier einen Knüller geschossen. Eins kostete, das war nicht teuer.
Genau, diese Knusperdinos. 400 Gramm. Kosten normal 2,99 €. Und wir haben jetzt zwei Pakete bekommen für 5 Euro. Genau. Also zwei Pakete, 5 Euro, 400 Gramm und die sind wirklich lecker. So. Dann für 89 Cent kam hier diese passierte Tomaten 500 Gramm mit, weil bei uns gibt es heute Abend leckere Pizza. Das muss ich mal gerade hier überlegen, das zeige ich euch extra. Ja, dann kam für 1,99 € diese leckeren tiefgefrorenen Pommes mit Sonnenblumenöl. Ja, 1000 Gramm einfach im Backofen zubereiten. 1,99 €. Die waren mal 1,09 € gewesen, die dünnen normalen Pommes. 1,99 €, 2 Euro jetzt, ey. Tja, dann für 1,59 € gab es die Edelsalami. 150 Gramm, da brauche ich heute Abend ein paar Scheiben für auf die Pizza. Dann gab es für 1,09 € von Sancho die leckere Knochenmix mit Rind, Karotte, Spinat, Geflügel und Bierhefe. Auch mit Zusatz von Calcium, Kupfer, Zink und Vitamin A, D3 und E, 400 Gramm. Auch mit Tierärztendeckel, die kennt ihr ja schon. Das sind ja diese leckeren Kekse hier. Die mögen meine Hunde über alles. Und das schmeckt dann richtig gut. Dann gab es für 2,79 € unser Hähnchen-Kebab-Pfanne, 300 Gramm. Dann habe ich hier für 99 Cent von Mondo Italiano habe ich die Penne Rigate mitgenommen. Ja, Teigware aus 100% Harzweizengrieß. Zubereitung in circa 10 Minuten. 500 Gramm, 99 Cent sind sie dabei. Ja, dann gab es für 99 Cent auch nochmal Miley. Gab es für 99 Cent auch diese Spaghetti, die brauchen nur 8 Minuten. Da sind auch 500 Gramm drin. 8 Minuten können wir eigentlich direkt schon mal hier reinrollen. Dann sind die schon mal im Schrank. Dann für 1,69 € gab es von Rela die Sonnenblumenmargarine. Die ist auch sehr gut. Ja, 500 Gramm, gell? Margarine, Margarine, Margarine. Dann für 1,05 € gab es von Gutes Land fettarme Haarmilch. Ja, 1,5% Fett, 1 Liter, 1,05 €. Und die 3,5%ige kostet jetzt schon 1,15 €. Unschlagbar. Richtig teuer. So, dann ist die erste Action-Tüte hier leer. So, im Netto habe ich insgesamt 25,72 € gehabt. Dann hatte ich, ah ne, Moment, ich hatte 25 Cent Leergut. Dann waren wir bei, ja, 25,72 €. Und dann habe ich mit der Deutschlandcard meine Payback-Punkte da, also die Punkte noch eingelöst. Das waren 1,41 € habe ich gespart. Dann hatte ich genau 25 Euro. Genau, 25 € und 69 Cent habe ich zurückbekommen. Und ich habe auf den Einkauf habe ich 12 Punkte bekommen wieder. Ja, genau. Ich habe insgesamt 141 Punkte habe ich eingelöst und 12 Punkte habe ich wieder neu bekommen. So, beim Action gab es auch wieder hier so ein, ja, 30 Jahre rubbellos, was man hinten so aufrubbeln muss. Actionzettel ist hier. Ja, dann habe ich hier für meine Hunde vom Action von Pinky diese Kebab-Sticks Duck und Chicken mitgenommen. Denn das Sticks sind für die Zähne gut und so. 5 Stück sind da drin, 90 Gramm. Ich habe meinen Hundis schon gegeben. Ja, mein Mann hat sich hier diese Haribo Ballersticks mitgenommen. Cola-Geschmack, 240 Gramm. Die hier. Wie teuer waren die denn? Ich meine, 1,39 €.
Genau, da mache ich ein extra Video. So, das hier war auch vom Action. Da hat mein Mann sich ein Duschgel geholt. Xtreme for Men. Peak Mountain 2-in-1 Body und Hair. Also für Körper und Haare. 400 Milliliter. Das war für 99 Cent gewesen. Dieses hier. Riecht auch sehr gut. Ja, 99 Cent. Dann haben wir im Lidl mit der Lidl-App, da habe ich, also nur mit der Lidl-App kostet eine Packung 1,69 Euro. Und wenn du die ohne die App kaufst, sind die teurer. Ich meine, da waren die bei 1,80 Euro oder 2 Euro, ein paar zerquetschte gewesen. Da haben wir zwei Stück mitgenommen, also 12 Chicken Nuggets und die Soße. Waren 1,69 Euro mit der Lidl Plus App. Genau. Dann auch mit der Lidl Plus App bekommt ihr auf Thunfisch in Sonnenblumenöl. Da sind. Wie viel sind da drin? Also mit dem Saft 185 Gramm und abgetropft 140 Gramm. Waren mit der Lidl Plus App für 99 Cent. Und ohne die App kosten die 1 Euro, waren die für 1,19 Euro, glaube ich, im Angebot gewesen. Also 20 Cent habe ich gespart für eine Dose. Das ist schon was. So habe ich 40 Cent gespart. Ja. Genau, kamen die noch mit. Dann für 2,59 Euro kam im Lidl von Milbona Italien Style Mozzarella diesen, ja, 250 Gramm, den Käse hier mit, der ist sehr, sehr lecker. Dann für 1,39 Euro gab es diesen frischen XXL Pizzateig, weil ich mache ja nachher Pizza. Dann habe ich für 89 Cent für meine Hunde von Orlando in Kalb, ja, den ihre Lieblingssticks mitgenommen, die sind auch wirklich saftig. Die müssen wirklich, wenn ich in Lidl bin, die sind immer dabei. Die sind meistens immer dabei. So, und im Lidl bezahlt habe ich, im Lidl habe ich 22,46 bezahlt. Genau. So, im Action, also ich war ja in zwei Action-Filialen, also hier in dem einen Action, wo ich war, habe ich 11,72 Euro bezahlt. Und in dem anderen Action, wo ich war, habe ich 13 Euro paar zerquetschte bezahlt. Genau. So. Da gehört man hier hin. Dann ist diese Tüte hier auch leer. Das, was im Action so noch mitkam. Der Rest, da zeige ich euch das in einem extra Video. Ja, da machen wir ein extra separates Video drüber. Genau, dann machen wir so. So, genau. Ich wollte euch gerade noch was zeigen. Moment. Da muss man gerade gucken. Und zwar bin ich jetzt gerade ein neues Bild am Painten. Und zwar 40 x 50 cm. Das war ja vom Teddy. War ich von 7 Euro auf, ich meine, 1 Euro oder 2,55 wo das reduziert war. Das sind 30 Farben. Da bin ich gerade das hier am Painten, die Ananas. Da unten, wie ihr seht, habe ich schon angefangen. Da sind die Steinchen. Ja, genau. Also das ist sehr, sehr schön. Das habe ich jetzt, wie gesagt, schon angefangen zu painten. Da kann ich... Oh, Moment. Kann ich euch auch mal gerade die restlichen Steine zeigen. Das sind runde Steine, sind Acryl. Acrylsteine. Das sind die Farben. Richtig, richtig schön. Ja, 30 Farben sind das hier. Und dann habe ich hier jede Menge Weiß. Und dann noch so eine Farbe. Moment. Und dann habe ich hier noch ein paar Farben hier in meinem Kästchen hier drin. Die ich schon hier abgeschnitten habe, die ich jetzt, wie gesagt, dann gerade... Also die ich dann jetzt als nächstes painten möchte. Diese Farbe, diese und diese Farbe.
Und diese Farben, die habe ich dann schon abgepackt in diesen Tütchen hier, diesen vom Teddy. Da habe ich einfach drauf geschrieben, Ananasbild Nummer 5. Und dann habe ich dann hier diese, die hier vorne immer draufstehen, diese Nummern hier, die habe ich mit abgeschnitten und dann mit da reingetan. Genau, da habe ich schon 3 Tütchen, habe ich schon gepaintet. Ja, und dann habe ich die anderen Tütchen auch schon alle fertig gemacht. Und die tue ich ja alle hier in diese Mappe vom Action hier ja dann rein. Hier habe ich dann diese, die dabei sind. Ich komme jetzt gerade nicht drauf. Die Legenden habe ich da reingetan. Ja, und dann habe ich die Tütchen dann alle hier so reingetan. Und ich habe auch schon eine ganze Menge, wo die Steinchen schon hier drin sind. Ja. Und die halten wirklich gut. Also, das hier habe ich jetzt alles schon voll gemacht mit meinen Steinen. Also wirklich gut. Und die halten auch wirklich gut. Und die Mappen für 1,39 sind wirklich richtig unschlagbar. Und ja, ich bewahre dann hier alles so in meinem Körbchen hier drin dann auf. Und dann geht auch nichts verloren. Ja, hier in dieser Mappe hier vom Action, da bewahre ich dann meine ganzen, diese Tütchen auf und zum Beschriften. Das war mein Handy. Ja, und hier in dieser Box, das kann ich euch auch mal gerade irgendwie zeigen, da habe ich dann alles dann drin, was ich zum Painten brauche. Da ist die Box, die ich ja im Action gekauft hatte. Und hier habe ich dann den Rest drin, weil ich dann so aufbewahre, weil ich alles zum Painten so brauche. So habe ich dann auch alles dann direkt beisammen. Ja, mit dem Stift hier bin ich dann gerade am Painten. Das ist der Stift vom Joom. Den habe ich bei Joom bestellt. Genau, mit dem Kugelschreiber vom Action bin ich alles am Beschriften. Das hier ist der Cover, obala, da ist der Magnet jetzt ab. Mit diesem Coverminder vom Teddy, für die Folie wegzuhalten, habe ich dabei. Dann die Schere benutze ich. Ja, da ist mein Wachs, was ich benutze. Und dann hole ich einfach einen Zahnstocher, um dann in dem Stift hier vorne oder hinten das Wachs rauszuholen zum Wechseln. Ja, dieses große Schiffchen hier habe ich da. Da kann man vorne gut aufmachen. Das ist von Newcraft Day. Und da könnt ihr auch noch diese Reihen reinmachen, um mit mehreren Farben gleichzeitig zu painten. Das wollte ich euch mal gerade so als kleine Information mitteilen, weil ich dann gerade für ein Projekt am Painten bin. Genau, so. Dann würde ich sagen, wenn euch mein Video gefallen hat, würde ich mich mega über einen Daumen nach oben freuen. Vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren, die Glocke zu aktivieren. Dann verpasst ihr auch keins meiner Videos mehr. Und dann würde ich sagen, passt gut auf euch auf, denn das tue ich auch. Bleibt gesund und bis dahin. Ciao.